Freunde, was geht? Jetzt erzähle ich euch mal die Wahrheit über die Impfung. Und zwar sieht es so aus, dass... Ja, hast du gedacht, ne? Was geht's? Wir haben Matchday, Game Boy Royale. Wir fahren jetzt zur Location. Max, wir haben uns jetzt länger nicht mehr gesehen, seit der letzten Motorsause quasi nicht mehr. Ja. Wie hat sich dein mentaler Zustand in der Zwischenzeit entwickelt und warum hast du gestern so unfassbar viel mit mir gemacht? Bist du bereit? Ich bin bereit. Wirst du das Ding heute holen? Natürlich. Wirst du einen Ball werfen? Nur für dich. Wirst du einen Ball werfen und jemanden treffen? Ja. Und der wird nicht fangen. Alter! Das erste Bier um vierte Pussy. Schmeckt so geil wie letzte Nacht. Wusstet ihr, dass ihr so ein geiles Team seid? Dann hebt er ab und völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Hebt er ab und völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Ja! Der Team Spirit stimmt. Sogar Niki ist jetzt bei uns im Team. Einfach immer gegen meinen Bruder. Nummer 1. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Leute, die spielen. Richtig. Und da wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen, sondern wir starten mit dem ersten Team und das ist Team Revi. Kommt rein! Ich hoffe, hier ist gute Stimmung. Düsseldorf, was geht ab? Ja, so muss das doch sein. Jetzt kommt die legendäre, jetzt schon legendäre Begegnung zwischen Team Revi und Team Papa Platte. Oh! Und hier mit der 99, Leon Fockensberger gerade eben kurz. Völlig losgelöst! Ja klar, und Marc Engers Team. Also, Team Revi hat natürlich einen Schlag gesagt. Wer holt sich den zweiten Ball? Es ist Team Papa Platte. Wow! Trimax haut direkt den ersten weg da. Das fällt, die ganze Zeit ab, das ist richtig für den Arsch. Aber man wehrt sich und wie? Mo! Und dann machen sie es. Super geblockt, das ist erlaubt mit dem Ball und ein bisschen auch mit den Fingerknöcheln darf man. Nochmal, Julia ist extrem gut beim Ausweichen. Und jetzt ist sie getroffen, 1-1. Chet Halle, überragend alleine. Überragend. Aber auch Papa Platte. Und da ist der Revive-Item, 2 gegen 2. Mon Adrian gegen Papa Platte und Rumatra. Super, boah, plötzlich Unterzahl. Rumatra, der wird gecatcht. Der zweite. Leute, Spiel Nummer 1 gespielt. Ja, es stinkt einfach. So krass, weil der die ganze Zeit vorbeugt. Ich habe wirklich, ich muss gleich in die Kabine. Revi, los geht's! Ne, Amar, da getroffen, wo es sich wehtut. Und dann gleich der Catch. Alle Achtung, was für eine Arbeit von Amar! Denn wenn er catcht, ist der Spieler raus, den er. Von Amar. Er ist doch raus! Du bist raus! Doch!
geht der Sieg an Team Ahmad, 2-1. Und für alle, die jetzt hier neu dazukommen, direkt ins Finale. Schön, dass ihr da seid. Team Revi gegen Team Ahmad. Das ist das Finale beim Red Bull Game Boy Royale in Düsseldorf im Castellum. Es ist ein verdientes Finale zwischen den zwei besten Teams. Ich glaube, das können wir so sagen. MVP-Voting übrigens, Chat läuft noch. Ahmad ist raus. Und Tatsache, auch Sid ist getroffen am Fuß. Dank eines überragenden Mark Eggers holt sich Team Revi den ersten Satz im großen Finale. Und diesmal ist Hugo getroffen. Ahmad schlägt zu und Ahmad schlägt nochmal zu. Nochmal, Julia macht ein überragendes Turnier hier. Holt es Revive und bleibt ungetroffen. Oder nicht? Am Zopf. Oh, ist das belastend. Er muss jetzt die Balance finden zwischen Defensive und Offensive. So, Ahmad wirft alles auf den Grill. 1-1, der zweite Satz geht an Team Ahmad. Das Risiko hat sich ausgezahlt von Team Revi. Ahmad ist so treffsicher. Revi mit einem ganz, ganz wichtigen Hit gegen Jason Paul. Nur noch Rohat und Abu. Abu trifft Mark Eggers voll. Und auch Revi ist getroffen. Was ist hier los? Getroffen. Nur noch Rohat. Ja, ja, Inscope ist raus. Adrian ist raus. Da haben wir 1 gegen 1. Und dann macht's Adrian. 1, 2, 3. Zu dritt auf Ahmad. Und das bringt nichts. Mo, der will unbedingt MVP werden. Und Adrian ist raus. Team Revi steht kurz vorm Sieg. Nochmal, wir spielen Best of 5. Gewinnt Team Revi diesen Satz, dann war's das. Adi ist komplett in seinem Element und eliminiert Chef Schrummel. Nur noch Rohat hält die Ahmad-Fahne hoch. Nämlich den Golden Like Nugget Award, den ich jetzt dem besten oder der besten Spielerin des heutigen Abends verleihen werde. Dem oder der MVP des heutigen Abends. Und ich würde sagen, wir machen es kurz, wir machen es schmerzlos. Den hast du heute gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an Julia Beautics. Golden Like Nugget Award für die Spielerin des Abends. Freunde, das Ding ist nach Hause geholt worden. Ich sag's immer wieder, das war eine persönliche Angelegenheit. Manche Leute gehen enttäuscht als Verlierer nach Hause, als Platz 2 zum Beispiel. Andere Leute haben das Ding geholt. Ich sag immer, Hochmut kommt vor dem Adam. In diesem Sinne, das war's von diesem Video. Kuss geht raus an mein Team. Ganz dickes Kuss geht natürlich raus an Red Bull und alle, die hier dabei gewesen sind. An mein Team hinter der Kamera, an die Produktion. Wir haben das Ding geholt. Let's go.